Freunde sind für mich auf jeden Fall ein und alles. Wir waren ein bisschen die Verrückten von der Schule, also wir haben alles Mögliche gemacht. Ich war schon immer Fan von Justin Bieber tatsächlich, obwohl ich nie jemandem so richtig erzählt habe. Ich bin mal irgendwann Eis essen gegangen mit einem Mädchen und habe meinen Eltern nichts davon erzählt. Dann ist meine Mom mit dem Auto an der Eisdiele vorbeigefahren, hat uns gesehen. Und das war natürlich unangenehm. Herzlich willkommen bei Fantastic Movies. Heute spreche ich mit Tim, einem jungen Mann, den man ja erfolgreich TikTok nennen kann. Hey, danke, dass ich hier sein darf. Jetzt hat Mai ja so eine kleine Gang. Hattest du die auch in der Jugend, in der Schulzeit? Und wenn ja, was habt ihr denn so angestellt? Auf jeden Fall. Also ich habe eine sehr, sehr, sehr nette Freundesgruppe. Mit denen habe ich auch immer noch viel Kontakt aus der Schule. Und wir waren ein bisschen die Verrückten von der Schule. Also wir haben alles Mögliche gemacht. Weiß nicht, von irgendwie nachts mal irgendwie auf dem Schulhof irgendwo einbrechen oder so. Also nur aufs Gelände. Sonstige crazy Aktionen. Aber tatsächlich ist nie was Größeres passiert zum Glück. Gangmitglieder, es ist ja auch eine Boyband sozusagen, eine Boygroup. Hattest du da auch eine Boygroup, die Band, die du irgendwie damals gut fandest oder jetzt vielleicht noch? Ich war schon immer Fan von Justin Bieber tatsächlich, obwohl ich es nie jemandem so richtig erzählt habe. Alle waren immer so, haben so grundlos ein bisschen gehatet, aber ich fand den eigentlich schon immer ganz gut. Jetzt waren wir tatsächlich gerade erst in L.A. und da haben wir mal auf einem Event seine Frau, die Hailey Bieber, kennengelernt, weil wie verrückt. Aber sonst gefällt mir Drake sehr gut, bin ich ein riesen Fan von und generell im amerikanischen Hip-Hop ist eigentlich so voll meine Musik. Kannst du dich an eine peinliche Situation mit deinen Eltern erinnern? Da fällt mir tatsächlich eine mit meinen Großeltern ein. Da waren wir bei uns in der Schule in der Aula und da hatten wir so ein Musikstück aufgeführt. Ich war tatsächlich Schlagzeuger damals in der Schule. Und danach sind wir alle so Richtung Ausgang und meine Oma ist hinterhergekommen. Und ich wollte gerade mit all meinen Freunden rausgehen und da rief sie mir hinterher, Timmylein, Timmylein, Schatzi. Und da bin ich so schnurstracks auf sie zugerannt. Das war eine lustige Erfahrung. Kannst du dich auch an was erinnern, was deine Mama oder dein Vater mal irgendwie Peinliches bei dir entdeckt haben? Bei mir entdeckt in dem Sinne eigentlich nicht so richtig. Also ich bin mal irgendwann Eis essen gegangen mit einem Mädchen und habe meinen Eltern nichts davon erzählt, das war wirklich schon sehr lange her. Und dann ist meine Mom mit dem Auto an der Eisdiele vorbeigefahren, hat uns gesehen und hat dann angehalten und rübergerufen. Und das war natürlich unangenehm. Was ist denn dein Erfolgsgeheimnis? Ich glaube, es liegt einfach darin, dass man immer weitermacht, egal was passiert. Und auch wenn aller Anfang auf jeden Fall schwer war und da noch gar nichts irgendwie von Resonanz oder so zu sprechen war, hat man immer weitergemacht und irgendwie so ein bisschen den Traum verfolgt oder halt einfach ist immer am Ball geblieben und auch egal wie viele es gab, die es nicht gut fanden, was wir gemacht haben oder was ich gemacht habe und da irgendwie gesagt haben, hey, warum machst du das, hör doch auf damit, hat man einfach immer weitergemacht. Und das würde ich auch sagen, ist ein Erfolgsgeheimnis für in jeder Branche, in jedem Business, in jedem Bereich des Lebens so, nicht zu sehr auf das zu hören, was die anderen sagen, sondern einfach sein Ding durchzuziehen. Tim, danke für das Interview. Du sprichst den Devin in Rot im neuen Disney-Pixar-Film. Und es hat echt Spaß gemacht, das Interview mit dir zu führen und ein sehr lustiger Film geworden, auch mit deiner Figur. Hat mich sehr gefreut und hoffentlich bis bald.